Willkommen zurück zu Spyro 3. Ja, und ich bin extra hier stehen geblieben, weil seht ihr, wenn ihr mal geradeaus guckt, da hinten? Das ist, als wenn man da so ein Glitzern sieht, das sieht aus wie so ein graues Kreuz, was immer aufblinkt. Da hinten muss noch was sein. So, ich glaube, wir gehen nochmal den Weg. Das ist übrigens das erste, was ich entdeckt habe. Woanders habe ich jetzt hier noch nicht geguckt, ob hier eventuell irgendwo noch was sein könnte. Aber hier hatten wir ja genauestens geguckt, ne? Auch hier hinten in der Ecke, wo man, ja, da ist dann nur der Tod. Ne, wir sollten nochmal den Weg vorne gehen. Und hier unten waren wir ja auch. Ich stehe da nie immer im Weg rum. So, das kann nur hier noch sein. Wenn wir darüber gehen. So, und zwar, wo hatte ich das gesehen? Da drüben, ne? Da drüben. Oder? Moment, hier ist doch die Brücke, ne? Genau, da sind wir darüber geflogen. Da. Da ist noch einer. Hier ist tatsächlich noch einer. Es fehlt noch ein Fünfer. Geh weg. Ist das hier der Anfang? Kann das sein? Wo geht's denn hier hin? Ach, nur darüber. Aber hier sind wir auch anders hingekommen. Das ist ja hier der Anfang. Irgendwo haben wir noch einen vergessen. Das ist ja da der Anfang drüben. Gehen wir nochmal hin. Also ich war schon in den einen Level drüben drinne. Ne, hier ist der Anfang eigentlich, ne? Hier unten. Schauen wir uns doch hier nochmal um. So, hier ist nichts. Meistens ist es ja immer so, dass man am Anfang irgendwo einen liegen lässt. Und jetzt ist es ja wirklich nur noch ein Fünfer. Aber hier hatte ich mich doch auch zum Anfang, könnt ihr euch noch erinnern, hatte ich mich doch auch noch genauestens umgeschaut. Hier ist ja keiner. Hey, ey. Ja. Vor der Nase. Aber das, der Strudel da. Ich meine den Strudel hier. Der ist doch auch neu. Wo führt der mich hin? Dahin, okay. So, und hier war ich schon, hier oben. Da habe ich nochmal geguckt. Nee, hier hinten hatte ich mich eigentlich nochmal genauestens umgeguckt. Da glaube ich nicht, dass der da ist. Da ist tot unten. Da hätten wir wieder den Anfang. Es gibt hier auch nicht den Trick, ne, wo das Sparks irgendwie in die Richtung guckt. Normalerweise, wenn man die Sticks reindrückt. Nee, macht er nicht hier. Und hier waren wir ja extra noch, wo ich gesagt habe, ja, da vergisst man schnell mal. Ich sehe auch jetzt vom Weiten nirgendwo ein Blinken. Das war Zufall, dass der hier geblinkt hat. Es kann nur, ich muss von da oben, da haben wir eine bessere Übersicht. So, hier war auch nichts. Und hier auf die Blaseball-Geschichte können wir auch noch mal gerne. Vielleicht sehen wir ja da irgendwo was.
Nee. Ja, ich sagte auch noch, ne? Das ist immer eine üble Sache, wenn man einen vergisst oder so, das ist so schlimm. Ich dachte ja, der Typ hier, der hier war, der hat mir doch gar keinen Edelstein gegeben. Ansonsten müsste man noch mal das Außenlevel raus und wieder rein. Weil da drüben kommen wir ja dann bloß wieder dahin, wo wir gerade waren. Wir gehen noch mal die Dings da. Weil ich glaube, dass wir... Hier ist auch keiner. Wenn das wirklich jetzt der Typ war, der einfach Bucky war. Ich gehe noch einmal hier lang. Gucke hier. Ich meine, die werden ja nicht jetzt hier extra wegen fünf, ne, Dinger, so ein übelstes Versteck noch gemacht haben. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. So, den da drüben hatten wir ja. Oh, liebe Steinchen, wo bist du? So, da sind wir ja darüber. Und da oben hatte ich ja gedacht, dass man da auch noch hoch kann, aber... Aber warum sollte jetzt ein Gegner ausgerechnet einen Fünfer ausspucken? Das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Und hier kommt man tatsächlich nicht hoch. Nee. Kommt man nicht. Jetzt haben wir den Salat. So, hier könnte man auf das, wo das Gitter hier ist, aber da ist ja keiner. Ich sehe da keinen. Aber vielleicht kann man von da aus irgendwas sehen. So, jetzt sind wir hier, wo normalerweise nicht hinkommt. Kann man nur zu den Strudel darüber fliegen. War also auch total. Und der Strudel, wo führte der mich noch mal hin? Dahin. Da oben war ich. Können höchstens noch mal hier reingucken. Obwohl ich mich ja hier auch genauestens umgesehen habe. Aber vielleicht ist hier ja noch einer. Obwohl ich das bezweifle. Ist keiner. Hier ist nirgendwo einer. Der war ja auch nur unten, ne? In den Zwischenräumen da. Oder hier. Ah, hier hatten wir nicht geguckt in der Ecke. So schnell kann man das übersehen, ne? Hier in der Ecke haben wir nicht geguckt. Ja, ist ja auch übelst verkantet. Ich hatte jetzt das nur so gesehen, dass hier das hier bis daran geht oder so. Ja, gut, dann haben wir das auch geschafft. Ach Gott sei Dank. Ich dachte schon, dass der ganze Part jetzt hier noch drauf geht, deswegen. Das ist immer eine üble Geschichte, wenn man... So, das war deine Schuld. Dann können wir das Level hier auch verlassen. Alles gefunden. Weiß jetzt nicht, ob es da noch so einen Skillpunkt gab, aber die interessieren mich eigentlich nicht, denn die braucht man nicht, um den 117% dran zu machen. Möchte ich jedenfalls sagen. So, was hatten wir denn hier als nächstes? So, wir hatten da vorne das. Da waren wir. Wir hatten, das hatten wir gemacht. Jetzt hatten wir das da oben gemacht.
da in der Höhle, war da noch eins gewesen? Wir gehen mal eben kurz, dann müssen wir noch mal schnell da hoch. Ich hoffe nur nicht, dass ich als nächstes das Level erwische mit dem Känguru. Da gab es nämlich eins, was... ach nee, hier war ja nur die Geschichte mit dem, ja, mit dem Fliegen hier. Stimmt. Jetzt höre ich komischerweise, nachdem ich den Ton ein bisschen angepasst habe, auch das Wasser fließen. Das habe ich vorher, möchte ich sagen, gar nicht gehört. Okay, dann geht es hier hinten tatsächlich weiter. Und der brauchte sogar 20, ne? Zähne. Endlich funktioniert mein Tor wieder. Komm mich mal in der Tiki Lodge besuchen. Ja. Hier wir nochmal speichern. Ach nee, die speichert ja gar nicht. Ja gut, denn das ist das, was als nächstes, ne? Hier ist. Geh mal rein. Mal sehen, was uns da erwartet. Schmelzkrater. Rinoxe treiben hier ihr Unwesen. Aber ich kann niemanden lange genug aus der Tiki Lodge herausholen, um etwas dagegen zu unternehmen. Okay. Hier haben wir wieder so eine komischen Blumen rumstehen. Ich könnte wetten, dass das hier brauchen wir einen Schlüssel. Ah, die Blumen, die sind schon verdächtig hier, ne? Zerstöre alle Blumen oder so. Wir machen es mal einfach. So, hier ist ein... Eieieiei. Nicht... Habt ihr gehört, wie der gelacht hat? Die Sau. Blöde Lava. Ja, Schlüssel. So, er hier sieht mir aus, als ob wir den umflammen müssen. Mit was wollte der denn da zuschlagen? Eine Art Peitsche? Ah, hier haben wir schon wieder für Sparky. Ach ja, blöder Eber. Hier ist wieder so eine Blume. Könnten wir vorstellen, dass es dafür... Ich meine, wenn das sowas ist, dann mache ich das schon mit... Ah, ich erinnere mich, glaube ich. Hier gab es, glaube ich, auch noch so ein Lavagebiet, was nicht so erfrischend war. So, die haben wir schon mal. Dich auch. Ah, nee, 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 nicht weiter. Hier ist noch so eine Blume. Weil die sind zu auffällig, diese Blümchen. Die sind echt zu auffällig. Ah, der ist aber ziemlich weit am... Okay, da geht's noch. Ah, eine Peitsche. Oh, ja, jetzt peitscht mich gleich von beiden Seiten. Voll Salomaso hier. Dafür musst du sterben. Du auch. Und hier ist wieder eine Blume. Mal sehen, ob ich recht hatte. Ich weiß es nicht mehr, Leute. Ist schon zu lange her, wo ich das gespielt habe. Der Ricky. Oder die Ricky. So, von da waren wir ja. Sorg dafür, dass dein Freund Sparks, die Libelle, immer gesund ist, Spyro. Wenn seine Gesundheitsanzeige niedrig ist, fackel ein Tier wie diese Schnecke hier ab, um einen Schmetterling freizulassen. Also ich finde ja, dass... Oh, ein Leben gab es dazu. Also ich finde ja, dass sie diese ganzen Sachen ein gleich am Anfang alles erklären sollten, ne? Und nicht hier mitten im Spiel. Ach, der hat den, okay, das Schwein hat den jetzt platt gemacht. Die mögen sie also auch nicht. So, haben wir da noch ein Schwein? Hier würde natürlich keine... Oh, hier gibt's Schnecki.
Und hier wieder eine Pflanze. Die können wir auch wegmachen. Ja, Schwein, da war ich schneller. Oh, guck mal da, ganz fies versteckt. Hol dir mal den noch. Da meine ich. Komme ich da? Moment. Und da drüben sind auch noch versteckte. Da komme ich da so hin. So. Wie komme ich denn da hinten? Komme ich doch auch von hier aus besser hin, ne? So. Kann ich hier wieder zurück? Dann würde ich jetzt doch lieber da lang gehen. Dann nehmen wir eine Pflanze. Da auch wieder so versteckte. Ich meine, gut, aber die sieht man ja, ne? Die sind... Aber da, guck mal. Da in den Zwischenraum. Und da sind auch noch welche, die hätte ich von der anderen Seite besser holen können. Müssen wir doch noch mal zurück. Oder von hier oben. Würde es, glaube ich, auch gehen. So, was willst du? Hier, nimm dieses Ei. Die haben sie gestern Abend in der Tiki-Lodge verteilt. Was? Die haben sie in euer Tiki-Lodge verteilt? Gibt's ja gar nicht. Ja, hier wäre auch schon das Ende. Ja, der geht jetzt auch dahin. Jetzt muss ich mal gucken. Spyro? Aua! So, mein Freund. Hier haben wir den Schlüssel. Und hier haben wir auch nochmal so eine Pflanze. Darüber. Ja, da segle ich ja sowieso rüber von da oben. Dann wäre es doch besser von hier. Wieso ist jetzt keine Schnecke mehr hier? Ich mach dich zur Schnecke. Da geht's aber auch noch lang. Na, schauen wir erstmal da hinten. So. Ui. Ach, an den Pinguin kann ich mich, glaube ich, erinnern. Ich glaube schon. Eine lustige Sache mit dem. Oh nein, ich wollte auch noch gar nicht. Hinweis. Wachtmeister Brian findet sich zurzeit auf einer wichtigen Mission in das Innere eines Käfigs. Dumm gelaufen. Okay, den müssen wir erst befreien, bevor wir hier das machen können. So, jetzt hier unten, ne? Moment. Ja, bevor wir da aber unten hingehen, gehe ich erstmal hier rüber. Zum Geldsack. Spyro, du kommst gerade rechtzeitig. Ich habe zwei Eierdiebe durch diese Tür da flüchten sehen. Nun, eigentlich haben sie mich dafür bezahlt, ihr Versteck geheim zu halten, aber das spielt jetzt keine Rolle. Ich lasse dich gern durch das Tor, um sie zu verfolgen. Für einen kleinen Finderlohn. Ja, ja, Finderlohn. 300. Naja, gut. Danke, Spyro. Uns bleibt ja keine Wahl. Ja, bitte. So. Bevor wir da aber reingehen, werde ich hier erstmal alles holen. Und hier haben wir noch so eine Pflanze. So. Der hätte uns nämlich dann wieder gefehlt. Ein Zehner auch noch. Und hier ist auch noch mal so eine Pflanze. So, wie komme ich jetzt... Ah, hier muss man... Hier muss man sich kurz... Dann gucken wir uns mal hier hinten noch um. Waren hier noch welche? Nee. Ach ja, den Schlüssel. Ach, hier ist der Anfang wieder. Können wir erstmal das hier machen.
So, dann haben wir das auch. Aber hier geht es ja nur wieder dahin, wo wir schon waren, ne? Aber hier gibt es eine Schnecke. Gab es hier nicht mehr Schnecken? Wir gehen mal hier lang, weil hier da hinten ist auch noch eine. So, jetzt haben wir wieder einen goldenen. Hier hatten wir ja alles, ne? Die Treppe runter, ja, genau. Ja, dann ist jetzt nur noch Schnecke. Jetzt sind sie alle wieder da, die Schnecken. Ich mach dich zur Schnecke. So, jetzt heißt es doch darüber. Oder da oben hin. Nee, ja klar, da oben hin, wollte ich sagen. Und vielleicht können wir da drin dann den hier befreien. Das könnte schon sein. Eieiei. Ein Level im Level. So nenne ich das immer. Was hast du denn? Bist du der Drache, der nach den Eiern sucht? Ich habe nämlich einen verdächtig aussehenden Typen mit einem Ei dort drüben gesehen. Ja, ich höre ihn schon. Aber schön, dass es die hier wieder gibt, finde ich. Weil da oben ist er. Oh nein, sehe ich da Sprintstreifen? Oh, Leute. Könnt ihr euch noch erinnern im ersten Teil? Im zweiten Teil gab es ja sowas nicht so oft. Aber im ersten war das ja, glaube ich, richtig übel. Aber wir sammeln hier erstmal alles ein. Bevor wir den hinterherhetzen. Eine schöne offene Fläche. Ach Gott sei Dank, dass wir Sparks haben. Wenn wir den nicht hätten, stellt mal vor, man müsste die Edelsteine echt alle einzeln selber einsammeln. Das wäre so ätzend. Wow, da wäre fast der Tod gewesen. So, diese Kassette hier, die wird mit einer Rakete abgeschossen oder so. Haben sie das auch wieder? Da oben auf der Bahn gibt es auch noch Steine. Da sind auch noch welche. Und da ist noch einer. Ach, guck mal hier. Gibt es hier einen Supersprint? Kann das sein? Weil ich glaube nicht, dass ich den... Ach, das kann ich einfach so aufmachen. Okay. Körnerpunkt erhalten. Für was? Nur jetzt wegen dem Versteck hier, oder was? Ich dachte, die Blumen. Ja, okay, hier habe ich aber noch keine Blume gesehen. Kann ich denn die? Nee, die kann ich so auch nicht. Nee, ich glaube, die muss mit einer Rakete. So. Ich laufe erstmal normal. Ich will erstmal die Steine hier, bevor wir uns den Eierdieb hier schnappen. Dann können wir auch gleich mal die Strecke so ein bisschen, ne? Gucken, wie die ist. Kleiner Eierdieb. So. Ah, ja, diese Kurve hier. Aber so geht's eigentlich, ne? Im zweiten Teil, glaube ich, hatten wir schlimmere. Ja, im zweiten Teil erinnere ich mich jetzt mit den... Roboter mit den Bienen, da wisst ihr noch? So, na gut. Gut, Kumpel. Na komm, ich hab dich doch schon fast. Das war jetzt easy. Das war jetzt nicht so schlimm. Moira. Da freut sie sich.
Hey, da ist noch einer. Der war ganz schön schnell. Vielleicht kannst du ihn fangen, wenn ich den Supersprint aktiviere. Okay, der Supersprint war noch gar nicht aktiviert. Ja, das ist ein roter. Aber uns fehlen trotzdem immer noch Steine. Ach, da unten. Ja, man kommt hier runter. Okay, um die Kiste kümmern wir uns dann. Ja, ich wollte gerade sagen, das war nämlich vorhin ein bisschen zu langsam. Mein Gott, der ist aber wirklich schnell. Komm jetzt her. Mein Gott, ich krieg schon... Wieso ist denn der so schnell? Jetzt dachte ich gerade, jetzt kann ich die Kiste erstmal, weil die geht mir echt nicht auf den Außenkorb. Ja, wir haben aber immer noch nicht alle Steine. Ja gut, müssen wir uns später kümmern. Alter, der ist aber wirklich schnell. Guckt euch das an. Man muss den irgendwo, muss man den bisschen Ding sparen. Hier so. Vielleicht. Und hier. Mein Gott. Komm schon. Nein. Nein. Unser erster Tod. Ich hab's geahnt. Hey, da ist noch einer. Ja, das sagtest du schon. Haben wir jetzt ein Leben verloren gehabt? Warte mal, wie konnte ich noch mal? Ne, hatten 15, hatten wir doch vorher auch, oder? Oder hatten wir schon 16? Warte mal, die Kiste ist aber... Ja, die Kiste ist weg. Ich würde gerne noch mal hier gucken, ob ich hier irgendwo Steine vergessen habe. Weil irgendwie lässt mir das keine Ruhe. Nein! Jetzt können wir aber gucken, dann müssen wir jetzt 14 Leben haben. Dumme Idee von mir. So. Ja, tatsächlich. Wir hatten schon 16 Leben. Jetzt sollten wir aber ein bisschen aufpassen. Man rennt ja auch nicht Richtung Abhang. Blöd. Aber ich habe doch in der Welt draußen, hatte ich doch auch alle. Oder gab es hier auch nochmal hier... Warte mal, hier oben? Der hier sieht mir auch verdächtig aus, hier der Stein. Ich muss so einen Schnitt machen, Leute. Ich bin schon wieder bei einer fast halben Stunde. Ah. Ich sehe aber keine Steine. Okay, wir versuchen den hier nochmal. Uiuiuiuiuiui. Hab ich mich jetzt verschlechtert. So. Naja, so nicht. Ach so, hätte man... Das konnte man aber so aufmachen. Aber hätte man das nicht so aufmachen können, dann hätte man das so machen können. Spyro ist schon sau schnell, aber der hier, der ist ja noch mal super schnell. Ja, alles klar. Nee, gut, Leute, das machen wir im nächsten Part, würde ich sagen. So kann ich mir, meine Hände sind auch schon ganz schwitzig, die kann ich mir dann mal trocken machen. Okay, dann sage ich mal, tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Spyro 3 und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.